Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. Tja, jetzt wissen wir's. Schatz. Ach, da ist der zweite Schatz, okay. Da ist ein Hund. Shit. Ich bring dich um! Davon hast du nix. Okay. Penelope ist hoch.
In Fleisch und Blut. Oder in Stoff? So. Dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man alleine unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Alexios. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Was genau willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat, der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Na gut, dass wir schon aufgeräumt haben. Eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Ja. Und machte ihn zur Legende. Du siehst niedlich aus. Du siehst niedlich aus. So, als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man mich niedlich nennt. Na schön, du bist hässlich. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's mit wunderschön? Das passt sogar noch besser. Die anderen verrate ich dir später. Ich hoffe, später kommt bald. Oho. Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt.
Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen? Odysseus wollte nicht in den Krieg ziehen. Und als er vorbei war, brauchte er 10 Jahre nach Hause. Er hat so viel Zeit verloren, weil die Götter sich eingemischt haben. Bleib zu Hause, verbring Zeit mit der Familie, leb dein eigenes Leben. Aber wer wird sich dann an mich erinnern? Möchtest du in Erinnerung bleiben oder glücklich sein? Darüber muss ich nachdenken. Danke. So, was fehlt hier noch? Ein Rätsel. Oh, Schatz. Rätsel fehlt hier noch. Aber wir haben... Nee. Das ist schon außerhalb. Da. Haben es gefunden. Irgendwo da oben. Tödliche Anziehung. Da ist ja noch was. So, dann haben wir uns das Bötchen und wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin?
Schiffsfrachtraum. Nutze den Schiffsfrachtraum und benutze Ausrüstung, Stücke zu lagern, die du behalten möchtest. Boah. Bist du hier auf dem Schiff oder was? Soll ich mal speichern? Jederzeit eine Empfehlung für deine Söldnerarbeit von mir. Ach ja. Du Kollege. Du Kollege, oh. Aber das wäre stehlen. Du hast deine Geldprobleme mit Marcos geklärt, oder? Lal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 a. Alexios, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Was? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist, in militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Nein. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchen Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Ja. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Hm.
Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Focus. Okay. Ich brauche ein Schiff. Ich sollte den Schiffsbauer aufsuchen. Quest. Hat er denn hier schlafen? Mein Gott. Die liegen hier einfach so rum. Der schläft nur. Grillparty. Ja, setzt euch nur, ist gleich fertig. Schiffsbau. Neuer Tag. Hallöchen. Schiffsbau. Ein schönes Schiff, Telemenes. Alexios! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Wie viel verlangst du, um dich von ihr zu trennen? Da brauche ich schon mindestens 100.000. 100.000? Wer hat so viel? Jemand, der es ernst meint, ein Schiff zu kaufen. Glaubst du, diese Handwerkskunst gibt es umsonst? Was, wenn ich dir Obsidianentausch anbieten würde? Ich würde sagen, ich brauche trotzdem 100.000 Drachmen. Und selbst wenn ich deinen Obsidian nehme, dieses Schiff braucht eine ganze Armee als Mannschaft. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer wen, der eine Pechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Echt? Ja, Gerüchte, ne? Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Kein Problem. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. Na siehste. Oh. Unser Katamaran steht hier noch. And sail away, dream your dream. Schon abgehakt. Kommen wir da drüber? Nein. Na gut. Da müssen wir den Rest wohl zu Fuß gehen. Mann, Mann, Mann. Mm-hmm.
Mhm. Ich muss mich verdeckt halten. Lasst mich raus, irgendwer! Ja. Ich glaube, wir sollten erst mal wirklich hinrufen. Der Zyklop. Den nehme ich mir vor. Wieder im Schatz am Arsch der Welt. Wenn ich dich einfach auslassen. Jo, denk schon, ne? Es war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ja, mehr oder weniger. Hallöchen.